So, und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Video. In diesem Video wird es mal wieder um den Scania Autotransporter gehen, den wir ja schon vor ein, zwei Monaten mal in Iberia hatten, mit dem wir mal durch Iberia gefahren sind. Es gab ein paar Updates für diesen Scania Autotransporter. Man kann jetzt ein paar mehr Sachen konfigurieren, ein paar mehr Sachen machen, auch im Innenraum und so weiter und so fort. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht näher drauf eingehen, weil das haben andere schon gemacht im deutschsprachigen YouTube-Bereich, da könnt ihr da mal vorbeischauen. Es gibt aber auch neue Autos, die man transportieren kann, wie zum Beispiel diese wunderschönen Ford Puma, na gut, wunderschön, diese Ford Pumas, die wir hier drauf haben. Und die werden wir jetzt ein bisschen durch Litauen, ist es, glaube ich, fahren. Und zwar habe ich bei diesem Scania Autotransporter also noch ein paar Lackierungen dabei und ich habe hier halt eine Lackierung aus Kaunas gefunden. Das ist in Litauen und da werden wir jetzt auch hinfahren. Und zwar hier von diesem Hafen in Klaipeda nach Kaunas. Das sind so 197 Kilometer, das heißt so meine durchschnittliche Auftragslänge. Und ich würde sagen, den lassen wir einfach mal an und fahren damit los. Und ich muss sagen, ich fahre ja nicht allzu oft Scania. Besonders den Next Gen Scania fahre ich nicht ganz so oft, weil ich den einfach optisch nicht so sehr mag. Aber mit diesem Autotransporteraufbau finde ich den echt cool und so fahre ich den auch sehr gerne und dementsprechend drehen wir damit auch mal wieder eine Runde, werden wir auch in Zukunft bestimmt noch das ein oder andere Mal machen. Vielleicht nicht diese oder nächste Woche, aber irgendwann wird der bestimmt nochmal kommen, weil ich den sehr interessant finde und das finde ich auch eine Art von LKW ist, die im ETS gerne mal ihren Platz finden könnte, weil im ETS kann man ja Autos momentan nur mit Aufliegern transportieren. Das gibt es in der Realität zwar auch, aber solche Autotransporter mit wirklich speziell im Autotransporteraufbau, wie wir ihn hier haben, sind natürlich häufiger der Fall. Ja, wir fahren so ein bisschen durch den Bereich von dem Road to the Black Sea DLC. Nein, Beyond the Baltic Sea, nicht Road to the Black Sea, sorry, ich verwechsel die beiden manchmal vom Namen her. Und finde ich auch ein sehr, sehr schönes DLC. Bin ich damals sehr gern gefahren, als es rauskam. Es war so die Zeit, wo die Instagram-Seite Alpha Logistik gestartet ist. Bevor das DLC herauskam, war ich mit einem Kollegen auf der IAA Nutzfahrzeuge damals und da konnte man das DLC tatsächlich schon anspielen bei SCS im Simulator, das war auch ganz cool. Und das ist auch schon wieder 3 Jahre her dieses Jahr, das ist echt krass, wie schnell dementsprechend die Zeit vergeht. Und dieses DLC ist daher auch nicht mehr das Neueste und das überrascht mich immer so ein bisschen, weil ich bin irgendwo bei dem ja genau, bei Beyond the Baltic Sea bin ich irgendwie hängen geblieben. Und habe kurz danach auch nicht mehr so viel ETS spielen können, wenn mein damaliger PC sich halt gedacht hat, nö. Und, ja, jetzt habe ich nicht auf die Ampel geachtet. Habe danach nicht mehr so viel ETS 2 gespielt und bin erst vor ungefähr einem Jahr wieder eingestiegen in das ganze Ding. Und, da war Beyond the Baltic Sea war bis dahin mein Lieblings-DLC. Dann Road to the Black Sea finde ich aber dann nochmal ein bisschen cooler gemacht. Und ja, aber trotzdem habe ich ein paar coole Erinnerungen. Allein, dass man das da bei SCS Software an dem Stand von der Messe in diesem Simulator spielen konnte, das war halt schon cool. Wenn irgendwann wieder Messen stattfinden sollten, dann kann ich euch auch nur empfehlen, mal auf eine zu fahren, wo SCS Software auch vertreten ist und sich diesen Simulator mal anzuschauen. Das macht echt Spaß. Hab mich damals, das weiß ich noch, hab mich übel verbremst und bin in ein KI-Auto reingefahren. Weil ich ja gar kein Bremsgefühl hatte im ersten Moment. So, jetzt haben wir hier ein riesen Ding von einem Kreisel. Das ist ja, ey, das ist ja meine Fresse. Ich habe übrigens immer noch keine Ahnung, wie man mit zweispurigen Kreiseln umgeht. Wenn es von euch einer weiß, immer raus damit. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach immer irgendwie durch und versuche niemanden zu behindern. Und also im ETS, im Real Life, bin ich glaube ich noch nie durch einen mehrspurigen Kreisel gefahren. Gott sei Dank. Gibt es in Deutschland ja auch eher selten. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Und dementsprechend ist es ja nicht so schlimm. Was ich bei dem Scania cool finde, ist, dass wir hier links so ein paar Sticker haben, die wir uns an die A-Säule hängen können. Das gefällt mir ganz gut, das mag ich irgendwie, das ist nett, das könnten mehr LKWs haben. Und da haben wir so ein aus Holz geschnitztes Scania-Emblem, was wir uns da nochmal dran hängen können. Ist natürlich auch wieder eine schöne Sache. Das sind so Details im Innenraum, die finde ich einfach cool, wenn man bei so einem Truck-Mod nicht wirklich nur den LKW mitliefert, sondern auch ein paar spezifische Interieursachen. Das finde ich immer geil. Und das gefällt mir immer sehr gut. Das zeigt immer so ein bisschen die Liebe zum Detail. Das macht Schumi ja bei einigen von seinen Truck Reworks auch. Wer es nicht weiß, Schumi, der jetzt auch diesen Real Company Mod gemacht
gemacht hat. Der hat ja auch einige Reworks von den Standard-SCS-LKWs gemacht, zum Beispiel vom DAF XF 106 oder vom Actros MP3, vom Renault Premium, die ganze Richtung. Und da liefert er auch immer so ein paar kleine Sachen im Innenraum mit und ein paar Skins und so. Das sind immer ganz nette Mod-Pakete, die man sich von ihm da runterladen kann. Kann ich jedem nur empfehlen. Beziehungsweise den Actros MP3 nutze ich halt nicht mehr, weil mittlerweile der von Dotec draußen ist. Aber grundsätzlich kann man den, finde ich, immer noch fahren, wenn man das denn möchte, wenn man den von Dotec nicht fahren möchte. Aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht erschließt. Der von Dotec hat halt einfach das Totschlagargument, dass er Kriechbaum-Sounds hat und dass er ein kompletter Neubau ist und nicht nur ein Rework vom SCS-LKW. Das ist natürlich ein Argument, ne? Auch wieder ein DLC, was besonders was die Vegetation angeht, ein sehr spezielles Flair rüberbringt. Ein sehr spezielles Gefühl. Auch hier ist was, dieser See, der so ein bisschen aussieht wie Sumpflandschaft. Das ist schon interessant. Auch diese Leitplanke, die ein bisschen abgefuckt aussieht, rechts bzw. links, die auch natürlich. Dieses DLC hat halt wirklich ein ganz spezielles Gefühl, was man bekommt, wenn man hier durchfährt. Und das ist natürlich wunderbar. Natürlich hat man das in Iberia auch, aber Iberia ist halt gewöhnlicher, ne? Das ist für uns, die hier in Deutschland leben, halt einfach näher als das Baltic Sea DLC, was sehr nach Ostblock aussieht. Hier auch mit den vielen, ich glaube, es sind Birken, die Bäume mit dem weißen Stamm. Vielleicht habe ich mich jetzt lächerlich gemacht, aber ich denke, es sind Birken. Wie gesagt, ist ein krasserer Kontrast als Iberia. Wobei Iberia halt mit seinen Wüstenlandschaften auch schon ein relativ großer Kontrast ist, wenn wir ehrlich sind. So, 120 Kilometer sind es noch. Ist wieder ein relativ kurzer Auftakt. Aber ich wollte unbedingt den Autotransport erfahren. Ich wollte unbedingt nach Kaunas fahren. Das heißt ja Kaunas, ne? Genau, Kaunas. Und ich wollte unbedingt mir die Ford Pumas hinten drauf holen. Und dementsprechend war das so der einzige Auftakt, den ich gefunden habe. Muss noch ewig suchen, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt, glaube ich, fast eine Stunde damit verbracht, den Mod zu installieren, den LKW zu konfigurieren und einen passenden Auftrag zu finden. Aber im Endeffekt ist es das auch wert, weil ich jetzt wirklich den perfekten Auftrag fahre, den ich haben wollte, und weil der LKW dann doch sehr viel Spaß macht zu fahren. Dadurch, dass der Scania, ich weiß gar nicht, ob wir hier ein P oder ein G haben. Wir haben, glaube ich, einen P. Ja, genau, wir haben einen P. Und dadurch, dass der Scania P halt ein bisschen tiefer ist, hat man ein ganz anderes Fahrgefühl, weil man näher an der Straße sitzt. Und hat dann auch ein etwas besseres Geschwindigkeitsgefühl, wie ich finde. So Sachen wie das HS Scheuch DLC zum Beispiel werden auch hier supportet, das Cabin DLC sowieso. Und dementsprechend kann ich euch allen empfehlen, den Mod mal auszuprobieren. Der Link ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, die Spur sollte man übrigens auch halten können. Ja, der Link in der Videobeschreibung, man braucht einmal den Steam Workshop Mod von dem Scania P und G. Von Eugene heißt der, glaube ich. Und dann braucht man noch zusätzlich dieses Autotransporter Addon. Link dazu packe ich euch wie gesagt unten rein, könnt ihr den einfach runterladen und losfahren, wenn ihr daran dein Interesse habt. Diesen Scania P, G, R und S Mod von Eugene, den hat ja eigentlich, also glaube ich, sowieso fast jeder, ist einer der meist runtergeladenen Steam Workshop Mods. Und dann kann man sich auch easy einfach den Autotransporter runterladen, installieren, und dann geht es auch schon los. Wie gesagt, hier ist der Autotransporter dabei, hier ist der Trailer dabei und hier sind Frachten im Frachtmarkt dabei. Oh, und müde bin ich auch noch. Und dieser Mod funktioniert dementsprechend einfach perfekt. Und jetzt sehen wir auch schon das Schild, was vor Kaunas steht. Das hat man ja in Osteuropa tatsächlich öfter, auch in Russland und so, dass man, wenn man in diese Städte reinfährt, vor den Städten jetzt kein Ortsschild steht, aber so ein riesiges Schild, was schon so eine Skulptur ist, was auch immer unterschiedlich ausgearbeitet ist und so, wo dann der Name dieser Stadt, in die man reinfährt, drauf ist. Finde ich sehr cool. Gefällt mir immer sehr gut. Ist auch immer, bringt auch immer ein bisschen Abwechslung rein, wenn man in Osteuropa unterwegs ist. Und das hat natürlich was präsentativ sehr cooles, wenn du dann direkt weißt, oh, das ist jetzt die Stadt, guck mal dieses schöne Schild an und so. Das ist, ja, so bleibt einem die eine oder andere Stadt auch eher im Gedächtnis, glaube ich. Und jetzt sind es halt auch nur noch 40 Kilometer, die wir hier über diese Stadtautobahn fahren werden. Gehe ich mal von aus. Das heißt, Landstraße sind wir heute nicht gefahren, aber ist ja auch nicht schlimm. So, und ich schaue mal kurz, ob wir hier ein Thumbnail machen können. Das könnte vielleicht ganz nett aussehen. Und dann hoffe ich einfach, dass wir gleich nicht wieder in so einen engen Hof
reinfahren müssen, wie gestern im MAN-TGX, wo wir in Polen waren. Das war natürlich krass, das war Einpack-Action vom Feinsten. Das war so ein Hof, wo man eigentlich rückwärts reinfahren soll. Und ich bin erstmal vorwärts reingefahren. Horror. Einfach nur der Horror. Schaut da auch gern mal rein. Das ist, glaube ich, eine der anspruchsvolleren Einpark-Missionen gewesen, die man im ETS 2 so hat. Beziehungsweise auf der Pro-Mod so hat. Nicht die anspruchsvollste, aber eine der anspruchsvolleren. Hat aber auch Spaß gemacht. Hat auch ganz gut geklappt. Wenn man sich ein bisschen konzentriert und langsam macht, klappt das. Ich habe noch meistens das Problem beim Einparken, dass ich immer ein bisschen unkonzentriert bin und ein bisschen ungeduldig und dann braucht man halt dementsprechend im Endeffekt länger. Wie das mit der Ungeduld halt nun mal so ist. Gefällt mir echt gut der Mod. Dadurch, dass man hier so tief sitzt, wie gesagt, ganz anderes Fahrgefühl, Geschwindigkeitsgefühl. Das ist definitiv eine coole Sache und den werden wir noch das ein oder andere Mal fahren. Da könnt ihr euch definitiv drauf verlassen. Haben jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr Scania gehabt. Ich bin ja anfangs fast gar keinen Scania gefahren. Jetzt in letzter Zeit hatten wir den Scania von Fred ein paar Mal in den Videos. Den Paymod und jetzt haben wir den Scania hier auch noch dabei und jetzt sind wir, glaube ich, relativ ausgeglichen, wenn diese Woche auch noch ein Iveco-Video kommt. Was die Hersteller angeht, dann haben wir jeden Hersteller mal so ein bisschen behandelt und in nächster Zeit wird es auch ein kleines Special, eine vierteilige Videoreihe geben zu einem Hersteller. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Und da vorne liefern wir auch schon ab. Wir liefern Ford Pumas zu einem Saab-Händler. Das ist natürlich auch interessant. Vor allem, weil es Saab ja eigentlich nicht mehr gibt. Aber gut. Von mir aus. So, dann fahren wir hier mal rein. So, und gehen mal auf Nummer sicher. Ich weiß nämlich nicht, wie sich dieser Auflieger, den wir haben, der Trailer, wie der sich beim Rückwärtsfahren verhält. Deswegen parken wir den jetzt einfach mal ganz normal, ganz entspannt ein, wie wir es ja meistens in den Videos machen. Wobei, wir können jetzt auch einfach mal ein paar Meter rückwärts fahren. Da steht er übrigens auch als hier als, ne? Wenn man jetzt nicht über den Frachtmarkt ihn auswählt, den Auftrag, sondern über das ganz normale Auftragsangebot, geht also offenbar auch. So, jetzt parken wir aber mal ein. Stehen jetzt nicht ganz in der Markierung drin, aber das wird das Spiel trotzdem zählen lassen, genau. Und dementsprechend sind wir jetzt angekommen, wo wir hin wollten. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und macht's gut, bis zum nächsten Mal.